Hallo und herzlich willkommen zurück bei Stranded Deep Staffel 2. Wir sind an Tag 10. Oder kurz vor Tag 10. Schwein und Krabbe liegen hier noch. Ist echt eine super Methode, sich ein bisschen Fleisch aufzuheben. Hier ist schon mal Fleisch vergammelt. Ich habe hier keinen Überblick mehr. Wir müssen dringend ein bisschen aufräumen. Was habe ich denn dabei? Planken, Leder, okay. Was ist hier so drin? Auch noch Planken, alles klar. Wo habe ich denn meine Speere hingeworfen? Ob ich da mal so ganz bescheiden nachfragen darf. Hier oder was? Nö. Einer liegt hier noch. Okay. Oh, schon wird es dunkel. Wir werden die Nacht ein bisschen nutzen. Um hier ein paar Kisten in die Regale zu verstauen, die vielleicht mal zu beschriften. Das nützt nichts, sonst steige ich hier nicht mehr durch. Was würde ich denn gerne? Ich würde mir gerne mal... Wo war denn dieser Haken hier? Hier ist er doch. Ich baue mir mal so einen Holzhaken. Ich guck mal, ob ich hier vielleicht... Kann ich den hier anbringen? Ich kann den hier anbringen. Das wäre eigentlich ganz geil. Mach den mal hier hin. Ich guck mir das mal an. Kann ich da eine Lampe dran hängen? Ah, nice. Dann haben wir ja gerade ein bisschen Licht. Sehr gut. So. Alter Schwede, jetzt wird es dramatisch. Schmeiß mal hier die Planke schon mal hier hin. Dann lass mal gucken. Was hast du denn hier? Ja, die ist doch schön leer. Die bringen wir da erstmal an. So. Die sind beide leer. Sehr gut. Hier wäre Stoff drin. Ist hier noch irgendwo so ein Motorenteil? Ja. Sehr gut. So. Dann wird das schon mal Stoffkiste. Irgendwo müssen wir ja anfangen. Schön, dass wir hier sogar ein bisschen was sehen. Stoff. Hier von mir aus gerne Klebeband. Da unten vielleicht sowas wie Leder schon mal. Was haben wir hier noch? Oh. Stoff. Noch mehr Stoff. Noch Planken drin. Dann macht die Kiste, nimmst du auch nochmal mit rein. Ein echtes Gefummel, Leute. Aber was willst du machen? Und da können Seile rein. In die letzte Kiste. Die lässt du mal hier. Wir brauchen ein bisschen Platz auch noch im Inventar. So, Klebeband. Seile, Stoff haben wir jetzt schon mal alles. Haben wir jetzt schon mal alles da. Leder. Jetzt können wir die so nach und nach ausräumen, die guten Teile. Okay. Ha. Leder. Sehr gut. Ah. Und
hier vielleicht Seile. So, lass mal beschriften. Seile. Hier hast du Leder. Klebeband. Und Stoff. So. Sehr gut. Wird ja einmal außen an der Kiste angezeigt. Und du hast es auch nochmal hier in der Überschrift, wenn du auf die Kiste guckst. Das ist doch schon mal ein Anfang. So, ist die nächste leere Kiste. Pack die schon mal hier rein. Könnten wir durchaus noch eine Kiste machen. So, hast du hier schon mal einmal Motorenteile. Die würde ich eigentlich erstmal draußen lassen. Aber zusammensortieren, was geht, müssen wir schon mal. Ist noch so ein Teil. Die hatte ich auch schon irgendwo gesehen. Schmeiß das erstmal hier mit rein. Das wäre, wenn möglich, noch ein paar leer bekommen. Eine Planke noch drin, dann nehme ich die schon mal mit. Die haue ich mir mal hier irgendwo hin. Lager da erstmal die Planken ein. Brauchen wir sowieso bald noch für mehr Regale, aber dass du erstmal ein bisschen Platz im Inventar hast. Ding kannst du noch mal mitnehmen. Sehr gut, das passt schon mal. Ach, die ist auch noch leer. Dann nehmen wir die auch mit. War das jetzt die leere? Ja. So. Hier nehmen es ein Stückchen näher. Kannst du noch dran? Dann machen wir hier die ganzen Rationen rein. Da sind die ersten Kisten ja schon bald ausgeräumt. Hier ist noch was. Ah, hier ist noch Klebeband und Stoff. Passt nicht mehr. Ah, sehr gut. Einfach hingegangen. Achso, Stoff kannst du jetzt nicht mitnehmen. Und einsortiert. Leder hat sie nicht, ne? Was wolltest du noch wegpacken? Rationen. Weiß nicht, wollen wir die Air-Tanks hier reinpacken? Machen wir mal. Dann ist in der Kiste ganz viel Luft. Komme ich hoffentlich mit klar. Ach nee, scheiße. Hier wollte ich Rationen reinmachen. Ich muss mir das dann auch irgendwie ein bisschen merken. Nicht, wenn du es in der Hand hast, kannst du es nicht in die Kiste packen. Das ist immer ein bisschen nervig. So. Hier wäre glatt noch einer frei. Müssen wir mal gucken. Da finden wir ja mit Sicherheit noch was. Hier waren Planken drin. So, wie sieht's aus mit meinen Stats? Oh.
Das heißt, ich muss mir schon wieder Wasser vorbereiten. Mir ein bisschen was zu knabbern besorgen. Du kannst auch mal hier so eine... Vielleicht auch mal eine Kokosnuss. Brauchst du nicht. Du kannst ja mal so ein Schwein abschälen. Und hier waren, glaube ich, noch Palmenblätter. Bleibst du hier liegen oder wird das nix? So. Oh, Jucker. Sollte ich auch gleich abernten. Wächst ja schließlich nach, ne? Dass wir hier immer ein paar Seile auf Naht haben. Oh. Kein Achievement auf einer Custom-Insel. Okay, schade, das scheint noch nicht zu funktionieren. So, wie sieht's hier aus? Hier hast du sogar 8. Hier ist ja noch lange Meter zu trinken. Lass mal gucken hier. Fischfalle. Halte E zum Zerlegen. Ich will die nicht zerlegen. Ich will eigentlich was essen. Eine Sardine erstmal oder so hätte ich jetzt mehr da rausgenommen. Anscheinend ist da aber nichts. Nichts drin. Krabbe greift mich an. Bisschen weiter reingesetzt. Noch mal aufgestellt oder muss dann Köder oder sowas rein? Nee, eigentlich nicht, ne? Gut, wie sieht's denn aus? Ich wollte mir mal eine Spitzhacke bauen, damit ich mal noch die Steine abklopfen kann, die wir da in der letzten Folge gefunden haben. Hier. Ja. Verfeinerte Spitzhacke. Nee, ist die Hacke. Scheiße. Okay, ich brauche 2 Steinwerkzeuge. Ich habe nur noch einen Stein. Das ist nicht gut. Kann ich das irgendwie zerlegen? Nee, ne? Ich fürchte nicht. Das ist jetzt aber schlecht. Hier, nimm mal hier den Schrott, den nimmst du schon mal mit. Packst du in eine Kiste, damit es hier mal ein bisschen ordentlicher aussieht. Jede Menge Leder. Hier wäre noch ein Kompass. Schon bist du auch schon wieder voll. Das bringen wir noch mal kurz rüber. Brauchst du auch noch eine Kiste für deine Gärtnereien, ne? Die gleich damit rein. Nee, warte mal. Kompass brauchst du jetzt nicht. Leg den mal weg, bitte. Hier war doch schon einer drin. Schmeiß den mal dazu. So, dann haben wir noch ein Seil dabei. Das blöde Fernglas müsste jetzt auch mal wieder loswerden. Nee. Kein sinnvoller Platz. Ich mach's mal hier in die Kiste erstmal rein und den Label Maker auch. Schmeißen wir die beiden Sachen zusammen in eine Kiste. Seil. Hier sind noch mehr Seile. Und hier ist noch ein Stock, den brauchst du auch.
nur die Frage, ohne eine Steinklinge bist du aufgeschmissen, ne? Ohne eine zweite. So ein Mist. Pfeil könnte ich bauen, einen Bogen sogar auch. Aber ich brauche noch einen Stein. So, Leder kannst du auch mal aufsammeln. Und Palmwedel nimmst du noch mit. Ich weiß nicht, ob ich noch eine Kiste für Werkzeug machen muss. Airtank kannst du auch schon mal alle reinpacken. Und schon bist du wahrscheinlich auch fast wieder voll. Höchstens nochmal Stoff mitnehmen. Leder passt schon nicht mehr, okay. Ja, Kiste für Werkzeug brauchst du auch auf jeden Fall. Oh, hier sind noch Rationen. Aber die würde ich, die laufen ja nicht ab, ne? Also die würde ich wirklich bis zum letzten aufheben. So spannende Sachen hast du hier gar nicht mehr drin. Von den Sachen, die du jetzt brauchst, um dir irgendwas herzustellen. Hier vielleicht. Hier haben wir noch Klebeband drin. Auch Rationen, okay. So, wir kriegen es langsam hin. Es wird. Jetzt muss ich nur, sobald es jetzt wieder ein bisschen hell wird, tatsächlich mal zusehen, dass wir loskommen. Und hoffentlich noch irgendwie einen Stein finden. Oh, ein paar Seile sind ja glatt noch da. So, dann kannst du hier nochmal für Wasser sorgen. Lass das mal gleich hier liegen. Ich hoffe, das findest du wieder. Schmeiß mal einen Stock daneben. Machen wir uns erstmal los, ne? Genug aufgeräumt. Ach, es waren zwei Speere, sehr gut. Wird natürlich alles noch ein bisschen hübscher, aber so im Groben, irgendwo muss ja anfangen, ne? Mit aufräumen. So, nehme ich mir ein Schwein oder koche ich mir ein paar Sardinchen erstmal ab? Oh, hier ist auch noch Jucker. Ich glaube, Seile kannst du nicht genug haben. Ne? Prügel das mal um hier. Oh, da war sogar noch eine Kartoffel. Und irgendwie... Ah, hier ist es doch. Okay. Ich nehme auch mal den Setzling mit. Vielleicht können wir uns noch mal... eine kleine Jucca selbst anpflanzen. So. Kartoffeln. Irgendwo hatte ich doch hier eine Kartoffel, ne? Verdorben. Okay, muss die frisch sein? Jetzt habe ich ja gerade eine gefunden. Wollen wir noch schnell ein Beet machen? Lass uns da mal schnell ein Beet machen. Du, glaube ich, zweimal diesen gewählten Abfall. Und zwar machen wir uns tatsächlich hier nochmal ein Stück Garten.
Neben dem Haus, ne? Würde ich sagen. So, Hacke. Hier machst du vielleicht noch einen kleinen Abgang runter und dann hier direkt neben, würde ich sagen, ein Beet. Das jetzt gerade hinzukriegen, ist aber wieder... Ich glaube, so ist es aber halbwegs in Ordnung. Passt das jetzt hier noch? Jo. So, räumen brauchst du es nicht. Dann pflanze ich lieber erstmal die akkurate Kartoffel. Ah ja, okay, die ganzen Achievements gehen hier leider nicht. Ach ne, eine Pulle reicht ja. Da ist ja eh nichts mehr drin. Schmeiß mal hin, bitte. Gibt's hier schon Wasser für die Kartoffel? Ja, sehr gut. Zweimal kannst du hier schon abholen. Ah, da wird's hell. Wir können los. Sehr gut. Ich muss unbedingt einen Stein finden. So eine Scheiße, ey. So ein elender Stein hält dich hier komplett auf. So. Aber erstmal Kartoffel gießen, ne? Ganz wichtig. So. Die Aloe ist tatsächlich schon fertig. Nice. Unsere erste angepflanzte Pflanze. Schon 10-mal jetzt dran vorbeigerannt. Und sie bleibt bepflanzt. Also das Beet. Dann gibt es dann wieder Nachschub. Okay, Pulle lässt die hier. Ich mache mich nochmal leer und dann geht's ab. Hier ist eine leere Kiste. Da kannst du gleich wieder ein bisschen Unordnung drin machen. Machen wir mal die Beetgeschichten da rein. Da bauen wir uns dann auch noch was in der Nähe. So. Hier ein Stein. Nimm mal einen Speer in der Hand. Hier läuft da wieder irgendwas rum. Ist hier einer? Nee, was ist das? Oh. Da hinten ist schon wieder so eine elende Krabbe. Vielleicht schleiche ich mich mal drumherum. Oh, das wird nichts. Die hat ja einen riesen Range. Ne, die kommt bestimmt gleich wieder angeschissen hier in das Drecksvieh. Ein Stein, bitte. Glaube ich mal erstmal die Krabbe weg. Hallo? Oh, hier, Vorsicht. Latsch da nicht rein, bitte. Aha, da kommt sie schon. Die von hinten. Wie soll man denn die Krabbe von hinten erwischen? Die ist ja immer... Die ist doch sofort aggro, das Drecksvieh. Gut, aber das wird gleich unser Frühstück. Da ist ein Stein. Oh, nice. Gott sei Dank. Nein! Scheiße, wo ist die Schlange? Ich sehe sie nicht. Wir schnell hier die Krabbe. Ich sehe die Schlange nicht. Oh, es wird immer lauter. Hier. Hilfe. War die im Wasser wieder oder was? Puh, okay. Fleisch haben wir dabei. Das muss jetzt aber so lange halten, bis wir hier die Spitzhacke gebaut haben.
Stock und Kleinstinge. Steinklinge lag hier. Machen wir nochmal eine zweite. Und dann war das noch ein Seil, ne? Hast jetzt natürlich alle hier reingepackt. Macht aber nichts. Weißt du, wo du es findest? Mal eins her. Oh, da müssten wir jetzt rein theoretisch. Aber auch nur theoretisch. Ach, Leder fehlt noch, ne? Ich guck lieber nochmal nach. Kann man da immer nichts merken. Ach, ein Seil brauchst du gar nicht, brauchst du nur Leder. Ja, sehr gut. Großartig. 10 Tage überlebt. Leder. Verfeinerte Spitzhacke. Trink nur mal einen Schluck, es wird warm. Ja, Hunger hast du eigentlich auch. Wir müssen auch schon wieder Holz holen, eine Palme umhacken. Aber jetzt als allererstes gehen wir erstmal hier lang. Erstens ist hier gerade nichts Krabbiges mehr unterwegs und kein Schwein. Ist nur die olle Schlange, die ich hier nicht gesehen habe. Schon mal ein Stock, sehr gut. Hier ist die nicht, die ist da unten im Wasser, sonst hätte es hier schon lange umgezischelt. Liegt tatsächlich noch Zeugs. Oh, da ist sogar noch ein Stein, sehr gut. Ja, gib her, komm. Solltest du immer ein paar Steinklingen auf Halde haben, falls du mal irgendwie. Ein Werkzeug mal dringend brauchst und hast gerade nichts da. Ah, guck mal hier. Jawohl, das geht doch. Mal immer her damit hier. Oh, es gibt aber nicht viel. In so einem Brocken fällt dir ein Stein ab. Ja, fürs Nötigste wird das auf jeden Fall reichen. Du hast ja oben auch noch Blöcke gehabt, die wir als erstes gesehen haben. Ich will nochmal ganz. Ja. Okay, sehr gut. Es geht tatsächlich nur mit der Spitzhacke. Dacht schon. Haben wir noch Platz? Ja, ein bisschen was geht da noch. Sehr gut. Nämlich leider noch so einige Steine. Zum einen haben wir immer noch keinen Anker am Fluss. Da wird es auch mal Zeit. Ist hier noch irgendwas, wo man reinkrabbeln kann? Nee. Okay, wir höchstens noch ein bisschen Holz. Da oben irgendwo waren noch Steine, ne, zum Abbauen. Also ein paar kriegen wir hier noch zusammen. Oh, und vielleicht gibt es ja auch unter Wasser noch irgendwie was. Kommen wir hier eigentlich hoch? Ja, aber nicht sonderlich. Oh ne, ist gut. Guck erstmal. Okay, dann würde ich sagen, haben wir das ganz gut erkundet, unser Inselchen. Gucken wir mal eben hier bei dem Onkel seiner Hütte. Den ich noch irgendwie was übersehen habe. Wir waren ja im Düstern hier. Aber ich glaube. Hallo. Der Gute hat uns nichts weiter dagelassen. Sehr gut. Nimm mal einen Stock mit, du musst hier gleich ein Feuer anmachen.
Stoff kannst du jetzt eh nicht mehr tragen. Boah, wir haben 11 Steine. Ein Traum wird wahr. So. So, was sagt die Sonne? Die Sonne ist noch okay, aber du hast halt Kohldampf. Ach, kann ich gar nicht mehr, ich bin voll. Haben wir ein Kistchen, wo ich die wertvollen Steine mal eben reinlagern kann? Schon mal ein Feuerchen vor, dass wir die Krabbe durchbraten können. Nicht, dass es hier wieder alles vergammelt hier, das gute Zeug. Ich habe mich so langsam dran gewöhnt, an die neue Art Feuer zu machen. Weiß man, kann es umstellen. Aber naja. Es geht auch so. Lecker. Endlich mal frühstücken. Liegt denn da vorne? Liegt da auch ein Stein? Der ist aber neu gespawnt. Hehehe. Ah, dann ist ja alles gut. So. Insel haben wir erkundet. Spitzhacke gebaut. Stein gefunden. Dann würde ich sagen, es kann weitergehen. Wir müssen dringend mal ein Dach auf unsere Hütte ziehen. Und mal einen Anker bauen, dass wir mal wieder raus aufs Meer kommen. Und ich werde mal gucken, ob ich vielleicht noch ein bisschen was aufräumen und beschriften kann. Das machen wir dann aber in der nächsten Folge. Je nachdem, was ich schaffe, noch vorzubereiten. Ne? Schauen wir mal. Wisst ihr jetzt, wie wir es gemacht haben. Ich haue Zimmermühlen vielleicht noch zwei Regale rein. Und dann sollten wir auf jeden Fall mal gucken, was wir hier noch sonst alles bauen können. Ne? Schön Brennofen, Ziegelpresse, Treibstoffdistille, wir brauchen alles. Schauen uns auch alles mal an. So, dann würde ich sagen, ich mache erstmal ein Päuschen, bevor mir die Sonne wieder zu sehr auf den Pelz brennt. Geht nämlich schon los. Und ja, bedanke mich fürs Zusehen. Und freue mich schon auf die nächste Folge Stranded Deep mit euch. Denkt an den Daumen, wenn es euch gefallen hat. Und macht es gut. Tschüsschen.